steigen wir ein in die Tagesordnung und die Abhandlung der einzelnen Punkte. Wir starten mit 1, Bericht des Oberbürgermeisters. Ich bleibe gleich mal heute hier auf meinem Platz sitzen und möchte auch ganz kurz wieder einige Punkte, gerade auch zum Pandemiegeschehen, noch mal mit ausführen. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, die Sitzung am heutigen Tag ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Bekämpfung der Pandemie ein dynamischer Prozess ist und auch in den kommenden Monaten bleiben wird. Mein Dank gilt schon einmal an dieser Stelle denjenigen, die bereit waren, sich einem Schnelltest zu unterziehen und so ein Stück mehr Sicherheit in unsere Sitzung gebracht haben. Sie haben aber auch deutlich sehen können, dass es durchaus eine logistische Herausforderung ist, die von uns allen Geduld erfordert. Deshalb auch vielen Dank an die Johanniter Dresden, die diesen Auftrag unkompliziert übernommen und umgesetzt haben. Damit sind wir auch schon mitten in der aktuellen Diskussion. Zur Abstimmung steht heute die Vorlage Impftaxis, mit der wir die laufende Impfkampagne von Bund und Land unterstützen wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Vorlage weder zu früh noch zu spät kommt, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Terminvergabe in den Impfzentren hat sich langsam verlässlich eingespielt. Und was noch viel wichtiger ist, mittlerweile beginnt ausreichend Impfstoff für diese Bevölkerungsgruppe vorhanden zu sein. Wir bauen heute Hürden für ältere Menschen ab und werden somit auch die Impfbereitschaft in dieser Altersgruppe fördern. Es kam an dieser Stelle ja auch das Argument, eine solche Aktion hätte auch schon früher eingeführt werden können. Das sehe ich anders. Einer der größten Fehler der deutschen Corona-Politik war es, den Menschen im Dezember zu suggerieren, im Januar würde die große Impfoffensive kommen. Ich finde es hingegen gut, dass sowohl dieser Stadtrat, also Sie, mit uns als Verwaltung bisher keine Ankündigungspolitik betrieben haben, die Erwartungen weg, die dann nicht erfüllt werden können. Genauso werden wir jetzt das Thema umfangreiche Schnelltests als auch die elektronische Kontaktnachverfolgung angehen. Wir als Verwaltung sind seit mehreren Wochen dabei, dies vorzudenken und vorzubereiten. Wenn die rechtlichen und fiskalischen Rahmenbedingungen von Bund und Freistaat kommen, werden wir dann in den Gremien dieses Rates darüber beraten und schnell entscheiden. Ich habe mich sehr gefreut, dass bei den Impftaxis der Sozialausschuss diesen Weg schon mit einem einstimmigen Votum gefolgt ist. Die Zwickmühle, in der sich alle politischen Verantwortungsträger im Augenblick befinden, ist bei der gestrigen Bund-Länder-Konferenz hier mehr als deutlich geworden. Die Menschen, egal ob die Jugend, Familien oder die Älteren, wir alle sind nach dem langen Lockdown zunehmend zermürbt. Die Wirtschaft braucht dringend Lockerung, aber gleichzeitig steigen die Inzidenzen in Teilen der Republik und aus den Mutationen werden dominante Varianten. Wenn so wie angekündigt jetzt vorsichtige Wege der Lockerung gegangen werden sollen, halte ich dies im Grundsatz für richtig. Aber, und dieses Aber ist fett unterstrichen, aber aus der Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich dieser Weg auch in der Verordnung des Freistaates wiederfinden muss. Ansonsten sind wir wieder bei dem Thema Ankündigungspolitik. Und da habe ich mich heute sehr gefreut, als ich die ersten Verlautbarungen aus der Kabinettssitzung gehört habe und mittlerweile auch die ersten Entwürfe der sächsischen Corona-Schutzverordnung auf dem Tisch liegen, dass man hier vieles von dem, was in den vergangenen Tagen und Wochen diskutiert worden ist, doch aufgenommen hat. Und insofern werden es bestimmt jetzt noch mal 1-2 Tage intensiver Debatte sein, aber dass wir uns dann auf einen richtigen Weg machen. Es braucht für die kommenden Wochen Hybridlösung aus Impfungen und Schnelltest. In unserem ersten Entwurf einer Testkonzeption hat das Gesundheitsamt berechnet, und das ist jetzt keine ganz große Kunst, dass wir rund 70.000 Tests am Tag durchführen müssen, wenn wir jeden Dresdner einmal die Woche testen wollen. Sie können sich also vorstellen, dass die Tests, die im Moment im Freistaat an die Kommunen verteilt werden, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind und waren. Wir haben diese rund 80.000 Tests für die Stadt klar priorisiert und setzen sie für die Testung unseres Personals
pädagogischen Personals in Kitas und Hutten ein. Heißt also, es braucht eine belastbare Testinfrastruktur, es braucht genug Testmaterial, es braucht eine gesicherte Finanzierung und es braucht ein Anreizsystem, damit die Testbereitschaft steigt. Auf Deutsch, Lockerung gegen Test und Impfung. Sie sehen, dass noch einige Themen zu klären sind. Insoweit freue ich mich auch, dass der Freistaat eine sogenannte Modellklausel im Entwurf der Corona-Verordnung mit aufgenommen hat. Und wir werden uns darum bemühen, dass wir die auch in Teilbereichen in Dresden testweise anwenden können. Dass wir gut in der Lage sind, auch kurzfristig auf Anforderungen zu reagieren, hat sich erst diese Woche an den Zahlen der Dresdner Verkehrsbetriebe gezeigt. Die Taktverdichtung hat dazu geführt, dass wir wieder deutlich unter 25% Auslastung sind. Auch dies ein Beitrag gegen den Virus. Sehr geehrte Stadträte, wir werden die weiteren Schritte wie bisher mit Ihnen diskutieren und auch zur Entscheidung vorlegen. Und ich hoffe, dass wir dabei weiter konstruktiv im Sinne der Stadt Dresden arbeiten. In der Vergangenheit haben wir eigentlich alle wichtigen Corona-Beschlüsse fast einhellig hier in diesem Rat beschlossen und somit gezeigt, dass die Demokratie sehr wohl auch in der Pandemie handlungsfähig ist und bleibt. Vielen Dank. Soweit zum Bericht des Oberbürgermeisters. Dann kommen